Der Titel deutet es schon an, wir gehen in die letzte Runde der Else-Geschichte, die dafür nochmal bunt und erlebnisreich wird. Else liebt Gegenstände aller Art, die sich entweder gut untersuchen lassen, wie das neu angeschaffte Stativ, was hier vor der Haustür steht. Außerdem ist es ein guter Sitzplatz, wenn man hier gerade abrutscht. Und eben auch solche Dinge, die zwar schon bekannt sind, mit denen man aber spielen und außerdem auch schön Krach machen kann. Besonders gerne sitzt sie auf der Hand und das wiederum lässt sich am bequemsten filmen, wenn man sich in irgendeiner Scheibe spiegelt. Hier ist es zum Beispiel die Plasterabdeckung vom Objektiv, was in der Hand klemmt und was sie zu bearbeiten versucht. Und dann wird oben in der Küche aufgeregt geschimmt, was da fremdet auf dem Tisch steht, nämlich vermutlich die Zuckertüte. Das waren nun Aufnahmen in den letzten Februartagen. Am 1. März herrscht draußen wieder Frost. Die Frühblüher liegen alle flach auf dem Boden und stehen erst wieder auf, wenn die Sonne höher steigt. Else hält schon mal Ausschau und durch den schmalen Spalt sieht man im Hintergrund unscharf eine fremde Elster, die im Pflaumenbaum sitzt. Mit Papa hinter sich ist er natürlich mutig und sitzt bald selbst da oben und triumphiert. Tja, und genauso wie wir uns vorhin in der Haustür gespiegelt haben, wird auch der Spatz gedacht haben, dass es da noch weitergeht und hat sich somit für kurze Zeit selbst ausgenockt und sitzt jetzt bedeppert oben in der Küche, um sich zu erholen. Der schöne kastanienbraune Scheitel zeigt uns, dass es ein Feldsperling ist. Tja, ein Weilchen hat er gebraucht, um wieder zu sich zu kommen. Das wird wohl unten einen ganz schönen Dresche gegeben haben, als er gegen gekracht ist. Aber irgendwann ist er wieder lebhafter geworden und konnte oben aus dem Dachfenster wieder freigelassen werden. Er hat einfach Glück gehabt, dass ich ihn vor Else gefunden habe und hier oben in Sicherheit bringen konnte. Andernfalls wäre eine Mahlzeit für ein paar Tage geworden. Else indes weiß von dem Ganzen nichts. Sie freut sich ihres Lebens und toll draußen rum. Hier hat sie was sie fieberhaft verstecken will. Ja, überall wird dran rumgezottelt. Irgendwas muss sich doch ablösen lassen. Da leuchtet so ein schöner gelber Krokus. Na bitte. Tja, beim Abwaschen wollte sie schon laufend in Spülwasser tauchen und baden und dasselbe so ja trinken, was sie oft genug trotz Interventionen geschafft hat. Und damit sie ein bisschen auf ihre Kosten kommt, habe ich ihr, als alles soweit fertig war und nur noch abgetrocknet werden brauchte, eine Wasserpfütze reingelassen und so sieht sie jetzt entsprechend auch aus. Dermaßen durchtränkt war sie noch nie mal draußen, wenn sie immer wieder reingehopst ist in den Fluten. Ein Wunder, dass sie hier überhaupt noch eine Spur von Auftrieb hatte. Eigentlich sieht sie fast so aus, als wenn sie durch eine Turbine gedrückt wurde. Ja, und nun müssen die nassen Strähnen überhaupt erstmal in eine Grundposition gebracht werden. Von trocknen kann hier zunächst noch ja nie die Rede sein. Thank you.
Naja, und so wird eben auch mal der Schrank ein bisschen benetzt und auch die Tassen, die drinnen stehen. Aber was bietet sich schon besser zum Trocknen an als der Arm? Da hat's eine kleine automatische Fußbodenheizung und der Stoff vom Ärmel saugt obendrein gleich noch ein bisschen auf. Ja, von A nach B und von C über D zurück nach A. Immer in Bewegung, der Fahrtwind tut auch sein Übriges und außerdem muss die innere Wärmepumpe noch ein bisschen angeschmissen werden. Der Schnabel scheint der zentrale Ablaufkanal zu sein, von dem das Wasser ständig abgestreift werden muss. Ja, rubbel die Bub. Ja, jetzt die harte Nummer. Grundtrocknung scheint drinne zu sein. Wird er hergestellt, geht's draußen dem Wein ankrachen. Ja, ihr Kontersprung. Da ist einer, den sie noch nie entdeckt hat. Lagepeilung. Den Ruf auf Beet, das frisch mit Kuhmist abgedeckt ist, da lässt sich doch bestimmt was finden. Immer rinn den Schnabel. Und was drauf liegt, wird da runtergekantet. Ja, besser kann der Grubber auch nicht lockern. Während sie oben auf der Koppel immer erst von Fladen zu Fladen hopsen musste, soweit wie sie jedenfalls verteilt lagen, ist es hier eine schöne, dicke, durchgehende Schicht, wo sie sich so richtig austoben kann. Krähenrufe erfordern wir dann hochkicken. Als nicht Verdächtige zu erkennen ist, geht weiter. Ja, weg der Klumpen.
Das hier scheint zunächst was zu sein, ist aber dann wohl doch nur ein Keimling. Da wird der übrige Jatten fertig gemacht und Else stets in der Nähe. Naja, und das war klar, dass es nicht lange dauert, bis es sich aus der Nähe ankickt. Kater an der Vogeltrinkschale, Else ausnahmsweise mal nicht auf Attacke getrimmt. Aber kurz rinkicken musste sie denn doch. Jattenbaustelle, ein paar Palisaden als Grenzmarkierung werden gesetzt und da ist Schackelsterchen selbstverständlich sofort zur Stelle. Und weil sie wie immer natürlich völlig distanzlos ist, muss Papa umso mehr aufpassen, wo er hintritt und wann und wie doll, denn das menschliche Reaktionsvermögen hinkt logischerweise der Hopsgeschwindigkeit einer Elster bei Weitem hinterher. Ganz gespannt und aufmerksam. Hier war ganz besondere Vorsicht geboten. Denn mal ein bisschen Distanz. Aber nicht lange. Überprüfung der Tiefe und Else kontrolliert. Korrektur. War ein bisschen Fülle. Nochmal Überprüfung. Auch Else nimmt Maß. Dann wird der Knüppel drin gesetzt. Ja, Festigkeit ist zumindest schon mal für der Elster gegeben. Mancher Krumm muss vorher erstmal mit dem Schnabel zerlegt werden. Denn schließt sich das Loch langsam immer mehr. Else muss zwischendurch mal hochgehen, ob in der Ferne was Aufregendes zu sehen ist. Aber das Geschehen hier unten am Boden ist erstmal nicht zu toppen und so landet sie bald wieder. Nochmal hoch. Wahrscheinlich wart hier die Schulter. Dann muss sie sich aber ein bisschen entfernt haben. Hier kommt sie von weiter oben angesegelt.
Und schon sitzt sie auch schon wieder auf der Baustelle. Das Loch hat sich inzwischen geschlossen. Else macht Bauabnahme. Und wenn der große, dicke, stumpfe Holzstapel stampft, ist er sofort dran. Und ruff auf der Hand. Und wird er runger. Da wird aussortiert, was näher hin gehört. Ja, noch ein bisschen aufgelockert. Ansonsten kann das so bleiben. Verdächtiger anderer Stamper und erstmal kurz Flucht. Aber dann überwiegt doch wieder die Neugier und dran ist er wieder. Ja, ein bisschen bange war mir schon und ich dachte immer wieder, hoffentlich steckt sie da jetzt nicht mal den Schnabel unter. Aber das ist gut gegangen. Else ist ja klug. Dann werden noch ein paar Palten von ihr zerlegt. Ja, Wurzel muss entfernt werden. Mal kicken, ob da noch was zu finden ist. Ja, die Wurzel ist meine. Futterschälchen wird ausgewaschen. Interessiert kickt man zu. Und hier folgt jetzt ein Verhalten, was auch wieder im zeitlichen Zusammenhang mit der Brutzeit zu stehen schien. Jedenfalls war es immer nur in dieser Phase zu sehen. Und zwar immer dann, wenn man irgendeinen Gegenstand in der Hand genommen hat, in dem Fall hier einen Deo-Roller und ihn gedreht hat, da ist er richtig drauf abgefahren. Dann jetzt wieder raus in die Sonne, Kontrollblick an die Palisaden. Hier hat sie irgendeine süße Frucht am Wickel, sicherlich aus der Küche geklaut, denn draußen gibt's ja zu dieser Jahreszeit noch nichts. Ruff jätet auf einen kahlen Kirschbaum. Hier der Eimer, in dem die beim Löcherbuddeln für die Palisaden angefallenen alten Betonreste gesammelt wurden.
Da hat sie schon wieder irgendwas zum Fressen gefunden. Wer weiß, welcher Insektenkadaver hier den Winter überdauert hat. Denn wir da rüber zum Baustellenbereich, auch wenn im Grunde schon fast alle Palisaden stehen, bloß ein paar fehlen noch. Hier findet sich immer was zum Untersuchen. Ja, Elster ist stark und schafft so ja einen Betonklotz wegzutragen. Denn jetzt nochmal hoch auf den Kirschbaum. Hier hat sie das Betonstück natürlich nicht im Astloch versteckt, sondern stochert bloß so ein bisschen drin rum. Auf der Mauer am Schrägbeet sitzt sie an einer Schneeglöckchenstaude und kann sich offenbar nicht entscheiden, welche sie nur abbeißen soll. Tja, schwer zu sagen, ob sie sich nur integriffen hat. Komm her, komm. Den Stein. Den alter Kirschkern. Ja, und da das nächste Glastüropfer. Ein kleiner Zeisig hat sich in K.O. befördert und erholt sich hier gerade genauso in der Küche wie weiter vorne der Spatz. Hier ist er ein bisschen zu dicht an der Kamera gehalten und deshalb nicht richtig scharf. Kicken tut er genauso bedeppert, aber ist ja auch verständlich, so ein Trauma muss man erstmal wegstecken. Hier sieht er denn schon ein bisschen munterer aus. Zum Rausfliegen reicht es aber doch noch nicht, dafür ist er noch zu schwach und außerdem sieht man hier, was Else wohl mit ihm vorgehabt hätte. Ja, du kannst ja die noch nicht rauslassen. Nee. Da musst du ihn sperren, so lange. Mhm. Ist das niedlich. Aber wenigstens fliegt er schon ein bisschen durch die Küche und landet dabei gerne mal auf der Mütze. Da findet er ja auch gut Halt. Ja, irgendwie scheint er ziemlich bequem da oben zu sein. Und man braucht seinem Retter, vor dem man sonst Angst hat und der letztlich auch dafür verantwortlich ist, dass es überhaupt so eine scheiß Türen gibt, nee, direkt in eine Visage kicken. Der hier krönte. Ja, wie man nimmt. Else derweil versucht von außen an ihren Braten zu kommen und will am liebsten auf direktem Weg durch die Scheibe, statt sie nebenan das offene Badfenster nimmt, wo sie sonst ja auch immer rinfliegt, aber da scheint sie in dem Eifer jetzt nicht drauf zu kommen. Der Zeisig, übrigens ein Männchen, sitzt derweil immer noch auf der Mütze, die inzwischen seine zu sein scheint. Für ihn ist jetzt unter Elses Abwesenheit der Moment der Freiheit gekommen. Der nächste Tag beginnt für Else mal wieder auf ihrem Pflaumenbaum bei schönster Vormittagssonne. Dann Wein, dann Voliere, da hattet ihr einen Erdklumpen angetan. In der Abendsonne am Dachfenster. Draußen ruft die wilde Konkurrenz, da muss man schon ein bisschen achtsam kicken. Und genau die hat im Nachbargarten angefangen, ein Nest zu bauen, was hier nur durch einen Fensterspalt beobachtet wird. Zunächst sieht man erstmal nur die Unterkonstruktion.
Doch der Bau nimmt schnell Fahrt auf und schon bald ist die Nestform gut erkennbar. Und wie sich jeder denken kann, ist das natürlich ein schlechtes Omen, denn jetzt ist der Gebietsanspruch der Wildelstern unausweichlich, womit das Unheil seinen Lauf nimmt. Emsig wird drüben gearbeitet, noch befindet sich da alles im Bau. Ausgerechnet eine Eberesche in unmittelbarer Hausnähe haben sie sich ausgesucht. Vielleicht haben sie an Else gesehen, wie leicht es sein kann, dem Menschen nahe zu sein. Kaum eine Pause scheinen sie sich zu gönnen. Unermüdlich wird Material rangetragen. Mal ist eine alleine vor Ort, dann sind sie wieder beide zusammen da und mühen sich ab. Wobei nicht selten eine innen baut und die andere außen. Else kümmert sich erstmal um was anderes. Da steckt was Interessantes in der Tasse. Das muss jetzt erstmal unter die Lupe genommen werden. Das Ei ist bereits halbiert und hier nur nochmal zusammengesetzt. Das hat auch Else sofort rausgefunden. Und da kann sie endlich dran naschen. Das ist nämlich ein Gänseei vom Bauernhof in Pelitz. Und das war mir dann Donny so appetitlich, wahrscheinlich weil man so nicht kannte, dass ich das in voller Größe abgegeben habe. Immerhin war Else ja von klein auf an Ei erwöhnt. Naja, und nachdem sie ein bisschen was verdrückt hat, vor allem vom Eigelb, scheint sie auch satt zu sein. Ist ja auch ganz schön gehaltvoll. Ich hab's ihr dann nochmal oben auf das oberste Beet gelegt, wo sie auch nochmal einen Haps genommen hat, aber so richtig war denn doch nicht mehr. Inzwischen zeigen sich vor allem die Krokusse immer zahlreicher und intensiver. Neben den kräftigen Jattenvarianten, die zudem recht groß werden können, hier sowohl in Lila als auch in Gelb, wächst eben auch die Wildform, die ein bisschen kleiner und blasser ist. Da herrscht sie wieder über das Futterhaus. Ihre Schwanzfedern reichen über die ganze Länge und kicken hinten noch ein Stück rüber. Da ist er, wonach sie Ausschau gehalten hat. Ihr Lieblingsobjekt, wenn um Erjan geht. Auch wenn sie hier erstmal nur so tut, als ob sie sich für die Umgebung interessiert. Das hat aber immerhin den Effekt, dass Katerchen einen ruhigen Start am Futterplatz hat, ohne also belästigt zu werden. Vertraut und entspannt kiekt und blinzelt da, findet so ja Gelegenheit, sich gemütlich auf die Stufen hinzuflözen. So gemütlich hat er lange Nähe gehabt, sofern Else in der Nähe war. Denn kann er in aller Ruhe zum Dinner treten und fürstlich speisen. Und jetzt kommt das große Aber. Kaum knistert die Tüte für Nachschub, schiebt sich auch schon ein langer Hals ins Bild und mopst sich gleich den ersten Happen. Und als der hinten an der Podestkante verschlungen ist, reizt das flauschige Fell wieder und so startet eine Attacke nach der anderen. Dit ging wohl ein bisschen schmerzhaft oder zumindest deutlich spürbar in den Flanken. Naja, und da kann er noch so fauchen und noch so weit hinterherrennen. Else gibt dadurch noch lange nicht auf. Mein Kleiner, alles gut. Und man sieht ihm natürlich an, dass das Fressen wegen ihrer unmittelbaren Nähe jetzt alles andere als entspannt ist. Kurz zuvor war es noch ganz anders.
Ja, und gleich nochmal zur Verdeutlichung ein bisschen langsamer. Da hat er sich sprichwörtlich auf den Schwanz getreten gefühlt. Dann geht's nochmal zurück ans Fenster, diesmal mit Else zusammen. Wieder ist eine Kamera aufgebaut, eine andere diesmal, aber das Ziel ist dasselbe. Fast wie zur Provokation für die fremden Elstern in der Nachbarschaft sitzt sie am Fenster und behauptet ihr Revier. Ist ja jetzt auch ganz einfach, weil Papa hinter ihr steht. Aber so einfach ist es letztlich dann eben doch nicht, um nicht zu sagen unmöglich. Denn wenn Papa außer Haus war, sind ihr die Fremden so ja bis in der Wohnung gefolgt. Und wenn ich da war, dann zumindest bis ans Fenster, so wie es hier zu sehen ist. Wobei es für Else eher so aussieht, als würde sie das Ganze als Spiel sehen. Wahrscheinlich hat sie den Ernst der Lage noch nie erkannt. Die wilden Elstern haben letztlich keine Ruhe mehr gegeben. Immerhin stand ja nichts weniger als ihre eigene Fortpflanzung auf dem Spiel. Selbst wenn von Else nur ja keine Gefahr ausgegangen wäre, aber das können die Wildelstern ja nicht wissen. Und so haben sie nichts unversucht gelassen, um Else zu vertreiben, waren jetzt ständig bei uns im Jatten präsent und haben bloß auf eine günstige Gelegenheit gewartet. Da saßen sie denn schon ständig auf Elses Pflaumenbaum. Gewiss konnte sie sich, wenn einer von uns in der Nähe war, nach wie vor nach draußen wagen. Aber am 24. März schließlich, irgendwann zwischen 8 und 11 Uhr, schlug das Schicksal zu. Als ich nach Hause kam, stand das Dachfenster nicht den üblichen Spalt von ungefähr 15 Zentimeter, sondern ungefähr doppelt so weit auf und damit also fast waagerecht. Und unten auf der Badfliesen lagen ein paar kleine Federn, also vom Kopf und Rücken mit Sicherheit von Else, während von ihr selbst jede weitere Spur gefehlt hat. Man kann nur philosophieren, wie man will. Fest steht, das war kein freiwilliger Abschied und mit Sicherheit auch gewaltsam. Wer auch immer letztlich dafür verantwortlich zeichnet, wer es geschafft hat, das Dachfenster ein ganzes Stück weiter aufzudrücken, der hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass es ein Abschied für immer war. Mir bleibt an der Stelle nur noch zu sagen: Mach's gut, kleine Else. War eine ausgesprochen schöne Zeit mit dir. Zurückbleiben nur noch die Erinnerungen im Kopf, im Film oder in Form der zahlreichen kleinen Dinge, die sie hinterlassen hat. Und die man jetzt ganz besonders wahrnimmt. Da wäre vor allem ihr angefangenes Nest im Waschbecken. Ansonsten die vielen Sachen, die sie versteckt hat und die man mitunter erst nach Wochen oder gar Monaten gefunden hat. Das kann ein Stück Keks sein. Oder der von ihr ingekerbte Käserand. Ein Nougatkissen. Ihr diverses Spielzeug am und auf dem Kratzbaum. Und nicht zuletzt die vielen Kleckse, die überall zu finden waren, entweder am Fenster oder auf der Abdeckung auf dem Schrank oder an ihrem abendlichen Ruheplatz im Wohnzimmer auf der Sessellehne. Und obwohl eigentlich klar war, dass es kein Wiedersehen geben wird, habe ich tagelang nach ihr gesucht, im Umkreis von über einem Kilometer alles abgesucht und soweit hier auch der Blick in der Ferne schweift, Else blieb verschwunden.